Hallo, ich heiße Ertan Gür und heute werden wir den Grammatikteil von Lektion 22 zusammen lernen. Zuerst eine Übersicht. Heute ist das Thema das Passivperfekt und das Passivpräteritum und zum Ende kommen wieder klassisch die Übungen. Zur Funktion zuerst. Das Passiv, wann wird es benutzt? Wenn die Aktion was passiert wichtiger als die Aktion wer macht etwas ist, wird das Passiv benutzt. Also, wenn der Täter nicht wichtig ist, wird das Subjekt weggelassen. Ein Aktivsatz: Der Mechaniker repariert heute mein Auto. Auf Türkisch: Tamirci bugün arabamı tamir ediyor. Die Passivform: Mein Auto wird heute repariert. In der Passivpräsenz: Auf Türkisch: Arabam bugün tamir ediliyor. Den Passiv in der Präsenz haben wir sowieso früher schon gelernt. Das war eine kurze Wiederholung. Und zur Funktion. Das Passiv. Wo wird es benutzt? Meistens in Sachtexten, wie Gebrauchsanweisungen. Das können technische Geräte sein. Und Anleitungen dazu. Zeitungsberichte. Kochrezepte. Beschreibungen von Prozessen, wie eine Arbeit Schritt für Schritt weitergeht. Das Passivperfekt und das Passivpräteritum. Das Passivpräsens wird mit dem Verb werden verwendet. Das wird dann konjugiert, wie wir sehen, werd. Und dazu kommt ein Partizip 2. Mein Handy wird heute repariert. Ich werde im Krankenhaus untersucht. Aber im Passivperfekt benutzen wir das Hilfsverb sein. Dazu kommt eine andere Form von werden. Diesmal wird es als worden verwendet. Und zuletzt kommt ein Partizip 2. Und ohne Präfix ge machen wir das. Beispiel: Mein Handy ist letzte Woche repariert worden. Ist hier das Hilfsverb sein. Worden kommt zum Ende vom Satz und Partizip 2 Form ohne ge kommt vor dem Verb worden. Ich bin letzten Freitag im Krankenhaus untersucht worden. Bin ist hier das Hilfsverb sein. Untersuchen ohne Präfix machen wir sowieso ohne Präfix ge, untersucht und zuletzt das Verb worden. Und Passivpräteritum, das wird mit dem Stammvokal wird gebildet. Und dem Partizip 2. Schauen wir an. Mein Handy wurde letzte Woche repariert. Ein Passivpräteritumsatz. Ich wurde letzten Freitag im Krankenhaus untersucht. Wieder ein Passivpräteritumsatz. Und die Konjugation werden. Hier sehen wir auf der Tabelle die Präsenz, Präteritum und Perfektform. Aber die Konjugation von werden ist nicht nur mit diesen Zeitformen begrenzt. Es gibt auch das Plusquamperfekt, das Futur 1, das Futur 2, das könnt ihr nachher später nachschauen, ist aber jetzt im Moment nicht wichtig. Wenn ihr die Tabelle angeschaut habt, können wir weitermachen. Zur Verbstellung. Das Passivperfekt. Zuerst kommt der Satzanfang, dann die Verbzweigstelle und das Satzende. Das machen wir im Passivperfekt mit der Partizip 2 Form und dem Verb worden. Mein Schlüssel, Satzanfang, sind Verbzweigstelle, Satzende, gefunden worden. Also Verb 2 kann man auch dazu sagen. Und das Passivpräteritum. Wie ist die Verbstellung hier? Wieder die gleiche Form. Meine Schlüssel wurden gefunden. Diesmal nur die Partizip 2 vom Verb, vom Hauptverb. Weiter. Die Verbstellung und das Mittelfeld, wenn andere Angaben kommen. Passivperfekt. Satzanfang, Verbzweigstelle und dann kommt das Mittelfeld und zuletzt das Satzende. Meine Schlüssel, Satzanfang, sind Verbzweigstelle
gestern Abend, das Mittelfeld, gefunden worden, Satzende und Passiv Präteritum. Satzanfang, Verbzweigstelle, Mittelfeld und Satzende. Schauen wir das Beispiel an. Meine Schlüssel wurden gestern Abend gefunden. Weitere Beispiele. Auf dieser Seite seht ihr an der linken Seite das Deutsche und auf der rechten Seite das Türkische. Roland schickt eine E-Mail. Auf Türkisch heißt es, Roland wird E-Poste gönderiyor. Präsenzform, Aktivsatz. Die E-Mail ist geschickt worden oder die E-Mail ist von Roland geschickt worden. E-Poste Roland tarafından gönderildi. Wenn wir das Subjekt hier nicht für wichtig halten, kann es weg. Dann heißt es, E-Poste gönderildi. Roland tarafından brauchen wir nicht. Und auch die Präteritumform, die E-Mail wurde von Roland geschickt. E-Poste Roland tarafından gönderildi. Aber eigentlich brauchen wir hier das Subjekt nicht. Die E-Mail wurde geschickt. E-Poste gönderildi. Ein anderes Beispiel. Der Student schreibt eine Aufgabe. Öğrenci bir ödev yazıyor. Die Aufgabe ist geschrieben worden. Ödev yazıldı. Ödev öğrenci tarafından yazıldı. Die Aufgabe wurde vom Studenten geschrieben. Die Aufgabe wurde geschrieben. Ödev yazıldı. Ödev öğrenci tarafından yazıldı. Und weiter. Die Türkei importiert Kartoffeln. Türkiye patates ithal ediyor. Kartoffeln sind von der Türkei importiert worden. Patates Türkiye tarafından ithal edildi. Und wenn hier das Subjekt, in diesem Satz die Türkei, nicht wichtig ist, fällt es weg. Kartoffeln sind importiert worden. Patates ithal edildi. Präteritumform vom Passiv. Kartoffeln wurden importiert. Patates ithal edildi. Die Kartoffeln wurden von der Türkei importiert. Wenn es wichtig ist, patates Türkiye tarafından ithal edildi, kann man sagen. Ein anderes Beispiel. Der Kranke wird operiert. Hasta ameliyat ediliyor. Der Kranke ist operiert worden. Hasta ameliyat edildi. Der Kranke wurde operiert. Hasta ameliyat edildi. Weitere Beispiele aus dem Buch. Der Aktivpräsenzsatz: Die sowjetischen Truppen haben den Westteil Berlins besetzt. Heißt auf Türkisch: Sowjetbirlikleri Berlin'in batı bölgesini işgal etti. Und das Passivperfekt: Der Westteil Berlins ist von sowjetischen Gruppen besetzt worden. Der Westteil Berlins ist von den sowjetischen Truppen besetzt worden. Entschuldigung. Berlin batı bölgesi Sowjetbirlikleri tarafından işgal edildi. Wieder, ich wiederhole es, wenn das Subjekt wichtig ist, kann es im Satz bleiben. Aktivpräteritum: Die sowjetischen Truppen besetzten den Westteil Berlins. Sowjetbirlikleri Berlin batı bölgesini işgal etti. Der Westteil Berlins wurde von den sowjetischen Truppen besetzt. Berlin batı bölgesi Sowjetbirlikleri tarafından işgal edildi. Übung 1. Jetzt bist du dran. Wir bilden Sätze mit der Passivform. Die Verben sind hier auf grün markiert. Bitte Pause klicken und die Sätze mit Antwort laut aussprechen. Schriftlich üben ist hier auch wieder empfehlenswert. Schauen wir mal die Sätze an. 1. Die Bank hat mir das Geld zurückgegeben. Amelie informierte uns. 3. Meine Freunde haben ein großes Festival organisiert. 4. Die ganze Familie kochte für mehrere Tage. 5. Jürgen reparierte ihren Computer. Und 6. Die Feuerwehr hat den Waldbrand gelöscht. Pause klicken und die Sätze ins Passiv bilden. Wir machen weiter. 1. Antwort: Das Geld ist mir zurückgegeben worden. 2. Wir wurden informiert. 3. Ein großes Festival ist organisiert worden. 4. Für mehrere Tage wurde gekocht. 5. Ihr Computer wurde repariert. 6.
Der Waldbrand ist gelöscht worden. Übung 2. Jetzt bist du wieder dran und das Passivpräteritum kommt. Was geschieht hier? Sätze bilden wir jetzt im Passivpräteritum. 1. Im Schwimmbad schwimmen. 2. In der Bäckerei backen. 3. In der Fabrik arbeiten. 4. Auf dem Sportplatz Cricket spielen. 5. Beim Friseur Haare schneiden. Und Pause. Wir kontrollieren jetzt. 1. Im Schwimmbad wurde geschwommen. 2. In der Bäckerei wurde gebacken. 3. In der Fabrik wurde gearbeitet. 4. Auf dem Sportplatz wurde Cricket gespielt. 5. Beim Friseur wurden Haare geschnitten. Übung 3. Was passiert? Diesmal Sätze im Passivperfekt. 1. Das Museum öffnen. 2. Zeitungen zensieren. 3. Die besten Science-Fiction- und Horrorfilme vorführen. 4. Unschuldige verurteilen. 5. Auf dem Oktoberfest viel Bier trinken. 6. Die Andersdenkenden verteufeln. Nachdenken. Wäre besser mit Schreiben und dann nachher die Sätze mit Antwort laut aussprechen. Pause. Und die Antworten. 1. Das Museum ist geöffnet worden. 2. Zeitungen sind zensiert worden. 3. Die besten Science-Fiction- und Horrorfilme sind vorgeführt worden. 4. Unschuldige sind verurteilt worden. 5. Auf dem Oktoberfest ist viel Bier getrunken worden. Und 6. Die Andersdenkenden sind verteufelt worden. Vielen Dank fürs Zuhören und diesmal habe ich 3 Texte wieder von der Deutschen Welle gefunden zum Lesen. 1 ist das Thema oder Titel Vitamin C fürs Immunsystem und gegen Effekte. Der nächste Text ist Illusionsmaschine, Masken und Kino. Und dann kommt der 8. Mai 1945. Was heißt das für Deutschland? Ist es eine totale Niederlage oder ist es der Tag der Befreiung? Das könnt ihr auch hier in diesem Zeitungsartikel erfahren. Dann bis nächstes Mal. Tschüss.